Hallo, Mebis auf dem Handy. Da gibt es zwar keine App, aber eigentlich braucht es die gar nicht. Ich gehe erstmal im Browser und suche hier nach Mebis. Hier ist Mebis und ich log in. Ich melde mich an. Bin schon drin. Diese paar Klicks, das kann man noch vereinfachen. Wenn man rechts oben hinklickt, gibt es hier den Knopf zum Startbildschirm hinzufügen. Und dann wird ein dauerhafter Knopf gemacht, der sich nutzen lässt wie eine Mebis, so, wie eine App. Hinzufügen, fertig, das war's. Bei Apple ist es eher unten, da gibt es den Knopf Seite teilen. Geht eher sogar noch einfacher. Wenn ich jetzt rausgehe, finde ich hier einen Mebis-Knopf. Da ist es. Rechts oben kann man die Lernplattformen suchen. Also Mebis ist hier für einen kleinen Handybildschirm sehr schön optimiert. Das Schöne ist, dass man auch einzelne Kurse jetzt anklicken kann. Also hier zum Beispiel Informatik 6. Klasse. Gleiches Spiel. Rechts oben zum Startbildschirm hinzufügen. Den Text ein bisschen schöner gestalten. Klasse 6c hinzufügen. Und fertig. Ich gehe raus und habe hier direkt den Knopf. Draufklicken, Klasse 6c, alles da.